Herzlich willkommen bei Money Talks hier in der Lounge von Pallas Capital. Wir sprechen heute über Innovationen in der Lebensmittelindustrie. Und ich freue mich, dass wir den Unternehmer Heinrich Prokop bei uns zu Gast haben. Danke, dass ich da sein darf. Herr Prokop, Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie. Mhm. Wussten Sie auch persönlich immer schon, dass Sie Unternehmer werden wollen? Eigentlich ja. Wir haben eine sehr lange Tradition in der Familie. Unternehmertum war, wenn man so will, von ganz, ganz Anfang von meinem Vater mir immer nahegelegt und dann von meinem Großvater und sogar der Urgroßvater. Und es war für mich immer klar, dass ich selbstständig meine Entscheidungen treffen muss. Ich bin schwierig zu handeln als Standalone. Mhm. Also in dem Sinn war es für mich immer klar und es war auch relativ zielstrebig vom Beginn. Ja. Ihr Familienunternehmen wurde ja 2009 an einen großen Konzern verkauft. Mhm. War dieser Trennungsprozess ein leichter oder ist Ihnen das schwer gefallen? Interessanterweise, rückblickend, ist es mir zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so schwer gefallen. Wir standen damals vor der Frage, die jüngeren Zuschauer können sich nicht daran erinnern, wir schon 100 Millionen Schilling zu investieren, deren mehrheitlich fremd zu finanzieren in Zeiten, auch das werden sich die Zuschauer noch fragen, wo 8-10% Zinsen aufgelaufen gewesen wären und ich hätte das alleine tragen müssen. Und die war damals 40 irgendwie so und hatte schon einen ersten Investitionsschritt hinter mir und habe gesagt, naja, das ist schon ziemlich risky. Und in dieser Überlegungsphase kam dann der Haco-Konzern auf mich zu und das Angebot war sehr überzeugend und ich konnte das noch gemeinsam mit meinem Vater entscheiden, wiewohl er damals schon krank war, hatte damals auch keinen Nachfolger, jetzt habe ich eine Tochter und bin sehr stolz auf sie, sodass also die Entscheidung war damals nicht so schwer. Heute wäre sie wahrscheinlich schwieriger wieder, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben im Sinne von, dass Strukturen, wie wir sie hatten, im Alleingang kaum überleben können. Du brauchst einen starken Partner und mit der Haco Hammer an und das tut dem Unternehmen gut, in der Entwicklung des Unternehmens sicherlich sehr sinnvoll. Sie sind ja immer noch im Unternehmen tätig. Das Unternehmen macht ja unglaubliche 200 Millionen Müsli-Riegel im Jahr. Das ist eine unvorstellbare Summe. Was ist das Erfolgskonzept? Also wir sind ja im Verbund mit unseren anderen Werken tätig, wo ich gemeinsam mit meinem Kollegen dieser Gruppe ja vorstelle. Also in Summe haben wir fast 1 Milliarde Müsli-Riegel, die wir herstellen. Und diese Ziffer, die Sie ansprechen, ist genau auch das Geheimnis im Sinne von, wenn du 1 Milliarde Stück Riegel machst, dann ist es 1 Milliarde Mal die Chance, es falsch zu machen. Das heißt, unser Risk ist aufgedröselt, wenn man so nennen will, auf einen Haufen einzelne mögliche Riskfaktoren. Und unser Erfolgsgeheimnis ist, dass wir zu unseren Kunden, das alle große, große internationale Marken sind, dass die uns vertrauen, dass wir mit ihrer Marke, ihrem wertvollsten Gut, richtig umgehen. Und das geht jetzt über viele Jahrzehnte und die Menschen vertrauen uns, dass wir, we take care. Und das wissen unsere Leute und das spürt man einfach, wenn du durch die Fabriken gehst, dass die Leute wissen, was sie tun. In der Lebensmittelindustrie kann man ja nur nachhaltig überleben, wenn man innovativ ist. Wie sehen Sie das mit Innovation? Ja, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Völlig richtig. Wir haben alle das Problem oder die Chance, dass heute Innovation in einer Speed geht, die wir uns, die war ja selber dabei, vor 20 Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten. Und die Speed, die hier angelegt ist, überfordert uns und je größer du bist, umso schwieriger wird es, dass du diese Speed darstellen kannst, weil wir ja getrimmt sind, wir sind getrimmt als Industrie auf KPIs, auf Rationalität, auf möglichst schnell, möglichst gleichförmig zu produzieren und alles das ist in der Innovation ja überhaupt nicht gefragt. Und daher bedienen wir uns
verschiedenen Möglichkeiten und jetzt seit kurzem eben auch zum Thema Startup. Aber auch das will vernünftig gelöst sein und viele meiner Kollegen denken auch drüber nach und man muss, wenn man in diese Richtung geht, auch dort einen Plan haben und nicht sagen, jetzt kaufen wir mal ein Startup und dann tun wir mal, also so wird es nicht gehen. Wird man sich in der Zukunft nur noch von hochdosierten Pillen ernähren oder ist Geschmack und Inhaltsstoff immer noch wichtig? Also ganz im Gegenteil, genau. Also das, diese Angst auf der einen Seite kann man den Zuschauern nehmen, aber auf der anderen Seite auch die Vision, dass wir zu Hause einen Nahrungsmittelspender haben werden, wo man draufdrückt und sagt, da kommt jetzt alles, was ich brauche, in einem Ding raus. Ganz sicher nicht, denn wir Menschen sind geprägt von Inspiration und Inspiration holt man sich unter anderem auch über die Nahrungsmittelaufnahme, die ein zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft ist und das werden sich die Menschen nicht nehmen lassen und auch nicht müssen. Die Welt ist in der Lage, die letzten Ziffern mit 18 Milliarden Menschen easy zu ernähren. Also wir werden nicht die Welt nicht zugrunde gehen an Nahrungsmittelproblematik, wir haben andere Chancen, wie wir uns kaputt machen können. Das wird es nicht sein. Also ganz im Gegenteil, Genuss, Geschmack und Funktionalität, positive Funktionalität wird ein zentrales Element der Innovation sein. Und das andere kommt ganz sicher nicht. Sie helfen ja auch Jungunternehmern mit Ihrem eigenen Fonds Clever Clover. Ist Österreich eigentlich ein gutes Land für Unternehmertum? Ja und nein. Also da kann man wir haben ja viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Wir haben ganz sicherlich genügend Menschen mit guten Ideen. Das ist ganz sicher so. Wir haben eine grundsolide Ausbildungsbasis in vielen Bereichen, um die uns viele Länder beneiden. However, was wir leider zu wenig haben, ist das Unternehmertum, das Take Risk, ja, und mach selbst etwas. Das kommt mir viel zu wenig, auch bei den Jungen noch immer vor. Es verändert sich jetzt positiv. Also vom Grund auf, was von unten kommt, ist schon gut, aber da braucht es Hilfe und Unterstützung. Die Rahmenbedingungen, ich meine, Sie sind viel mehr Profi in dem Bereich, die Rahmenbedingungen sind im Vergleich zu, weil wir doch viel in Holland arbeiten, weil unser Fonds ja ursprünglich aus Holland kommt, für die Jungen, was Bürokratie betrifft, noch immer ganz schlimm, muss man wirklich sagen. Es dauert alles viel zu lang, es ist alles viel zu kompliziert, das geht alles viel rascher. Also ja, Österreich ist ein Land mit tollen Menschen und auch tollen Ideen, aber nein, wir haben noch viel zu viel Müder, viel zu viel wertloses Zeug in der Gegend herumliegen, wo die Jungen sich schwer tun, das wegzuräumen. Und, muss ich auch sagen, es sind zu wenig Menschen da, die auch die Jungen unterstützen. Und das geht nicht nur mit Kapital, sondern da gehört ja viel mehr dazu als Geld. Das ist auch das, was wir als Clever Clover machen. Und, ja. Könnte man ein Modell wie das Holländische nach Österreich bringen? Ganz sicher kann man das. Und das, schau, was wir machen, auch in unseren Fabriken, was ich immer sage zu meinen Leuten ist, Steal with Pride. Ja, du musst nicht alles selber erfinden. Bitte schau mal doch, wie die das machen. Und wenn die das machen, können wir das genauso machen. Also ich stehe immer fassungslos, wenn die sagen, ja, das ist alles so schwierig. Look at them. Ja, schaut euch das an und genauso geht das. Ein gutes Beispiel, das jeder Unternehmer, der zusieht, verstehen kann. Wir haben heute in meinem Unternehmen besuchen uns pro Jahr 13 verschiedene Leute, vom Arbeitsinspektor, zum Hygieneinspektor, zum Wageninspektor, God knows what. In Holland gibt es genau einen Menschen, der in deine Fabrik kommt, einmal pro Jahr und sagt, das arbeiten wir jetzt ab und du sprichst immer nur mit mir. Wenn du ein Problem hast, wenn sich irgendjemand verunglückt, wenn die Fenster nicht passen. Das ist ein gutes Beispiel, wo ich sage, na bitte, wo ist denn das so schwierig? Schon schwierig, weil wir beschäftigen gern 13 verschiedene Leute in unserem föderalen System, das auch für mich natürlich grenzwertig zu hinterfragen ist, aber da läuft, glaube ich, braucht man für jedes Bundesland braucht man einen Kaiser und einen Apparat. Ja, wir diskutieren nicht politisch.
Herr Prokop, das waren wirklich spannende Inputs, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel Energie und Kraft. Dankeschön. Wenn Ihnen, liebe Zuseher, unser Money Talks gefallen hat, freuen wir uns wie immer auf Ihr Like und auch Ihnen danke fürs Zusehen. Dankeschön.